Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum. Mein Name ist Thomas Schlageter und wir befinden uns hier mal wieder auf dem bekannten Lippesee. Ich denke mal, in der Zwischenzeit kennt jeder aus ganz Deutschland den Lippesee. Und in meiner Hand halte ich eine Weltneuheit. Und das ist wirklich meine Weltneuheit. Das ist ein Lawrence Eagle Echolot-Kombisystem. Ich werde jetzt mal ein bisschen Geschichte machen, also Geschichte erzählen. Ihr müsst euch vorstellen, diese Geräte sind ja mit einem sehr berühmten Namen versehen. Man sieht das auch, wenn man das Gerät gleich startet, das werde ich euch gleich alles noch zeigen, dann sieht man so einen Adlerkopf. Und in der Geschichte von Lawrence war es so, dass bestimmte Modellserien, die auch in bestimmten Vertriebswegen auf den Markt gekommen sind, die hießen Eagle. Es gab damals Eagle, CUDA 128, CUDA 168. Also ich glaube, Milliarden Menschen sind mit diesen Dingern durch die Gegend gefahren und haben damit geangelt. Und ich glaube, dass Lawrence vorhat, an diesen bekannten Namen einfach anzuknüpfen. Und das ist halt diese Eagle-Serie. Die gibt es in verschiedenen Größen. Die gibt es von 4 Zoll, 5, 7, 9 Zoll. Und wir haben jetzt stellvertretend dafür mal das 9 Zoll Gerät genommen mit Sidescan, Downscan, 2D, also traditionell Kartenplotter. Wir können also selber aufzeichnen mit Kartenschacht, mit allem drum und dran. Wie gut die Bildqualität ist und wie sich das verändert hat, auch zu der Vorgängerserie, zu der Hook Reveal Serie, das werde ich euch jetzt zeigen und ein bisschen was erklären. Viel Spaß! Wir schauen uns zuerst mal das reine Gehäuse an. Also im Prinzip erinnert einen das natürlich an das alte Hook Reveal, ist aber in Details wirklich verändert worden. Also es gibt hier einen anderen Steuerkranz, die Ecken sehen ein bisschen optisch schöner aus. Also es ist ein neues Gehäuse, definitiv neu produziert. Wir drehen das Ding mal um. Wir sehen hier das Lawrence-Logo, hier sieht man das Eagle-Logo und hier sieht man die Stecker. Und das finde ich schon sehr pfiffig gemacht, weil die haben hier eine Art Bajonettverschluss mit installiert. Ich mache das mal ab. So, also so sieht der Stecker aus. Und bis jetzt war es ja so, dass man bei den alten Geräten, bei den Lawrence Hook Reveal, konnte man das eigentlich nur reinstecken. Und dann gab es immer wieder die Anrufe von Kunden, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Und dann musste man das einfach nur tiefer reinstecken. Dieses Problem ist behoben. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also man nimmt hier einfach das Ding, steckt es hier rein und man dreht das und fixiert es. Fertig. Und dasselbe machen wir jetzt auch mal mit dem Geber. Also Geber in der richtigen Position hier reinstecken und einfach Bajonettverschluss und der zieht sich dann sauber ran. Also das ist definitiv eine große Verbesserung zu der alten Hook Reveal Serie. Zur Menüführung. Jetzt schalten wir das Gerät mal ein und jetzt schaut mal bitte auf das Display, dass ihr das erkennen könnt. Man sieht das, das ist ein sogenanntes IPS-Display. Das ist bei Sonnenlicht besser ablesbar. Und ich hoffe, dass die Kamera das auch entsprechend auffangen kann. Ja, jetzt schauen wir einfach mal, was wir erkennen werden. Und ihr werdet sehen, hier kommt Lawrence und im Hintergrund dieser berühmte Adler. Ja, jetzt kommt wieder die gute alte Warnmeldung, dass man das nicht als erste Navigationslösung nutzen soll. Und jetzt möchte er natürlich das Gerät durchkonfigurieren. Das machen wir jetzt mal weg. So, jetzt möchte er, dass wir uns registrieren. Das schließen wir jetzt auch mal. Und jetzt werdet ihr feststellen, dass die Menüführung im Großen und Ganzen so wie von dem alten Lawrence Hook Reveal ist. Und wir schauen uns das mal an. Hier ist die Karte. Wir haben einen, ich drehe das mal rum, hier haben wir einen Kartenschacht für eine Micro-SD-Karte. Wir können also kartografieren, wir können digitale Seekarten von Navionics oder CMAP da reinschieben. Wir haben das normale Sonar. Wir haben hier Downscan, also fotorealistisch nach unten. Und wir haben Sidescan, dass man zur Seite schauen kann. Bei dem Downscan, das kennt ihr ja noch, das ist das sogenannte Fish Reveal. Da wird anhand der Schwimmblase wird im 2D eine Dichteveränderung eingeblendet. Also das funktioniert gut, gerade im Downscan funktioniert das hervorragend. Ist im Prinzip in allen Geräten von Lawrence implementiert und zeigt uns einfach Fisch in Bodennähe besser. Ich denke, das ist ein ganz gutes Patent. Bei diesem Gerät ist aber ein Begriff, der für euch wichtig ist. Ich gucke mal eben kurz hier auf diesen Triple Shot Eagle, ob das hier mit draufsteht auf diesen Anhängern. Das ist ein HD-Geber.
Und wir haben eben mal, als wir das montiert haben, in der Firma geschaut, sag mal, wie verändert sich das denn größenmäßig? Die neuen Triple-Shot-Geber sind ein bisschen länger, ein bisschen breiter, ein bisschen dicker geworden. Und sie ermöglichen ein etwas schärferes Bild, als wir vorher hatten. Wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch. Also wir fangen jetzt mal an, eine 2D-Darstellung zu machen mit einer halbwegs vernünftigen Einstellung. Und dann testen wir das mal durch. Wir haben jetzt mal das 2D-Sonar aktiviert. Was ich gemacht habe, also im Prinzip die Feineinstellungen sind wie bei anderen Serien. Ich habe das auf eine etwas höhere Geschwindigkeit, eine andere Pink Speed gestellt und wir haben die Farbpalette 13, kann man hier erkennen. Und ich habe hier, das kann die Kamera jetzt nicht sehen, ich fahre jetzt gerade in die Richtung unserer bekannten Plattform. Und was mich interessiert, wie ist die feine Darstellung? Zeigt er das perfekt an? Zeigt er Fisch eventuell, was neben der Plattform steht? Dann lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ihr seht hier Strukturen. Ganz rechts ist die Amplitudenanzeige, die R-Scope-Anzeige, das Echtzeitsonar. Und jetzt kommt unter Wasser die Plattform. Ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Also Bodenhärte wird sauber getrennt und wir sind nicht perfekt über die Plattform gefahren. Das werden wir jetzt nochmal nachholen, indem wir jetzt nochmal von der anderen Seite drüber fahren und schauen, ob wir es dadurch noch besser erwischen. Ich drehe jetzt einfach mal. Vielleicht fällt euch im Hintergrund auch dieses Geräusch auf vom Motor. Vielleicht kann Manuel mal einmal kurz da drauf zeigen. Ihr seht, wir haben den Avator-Motor dieses Mal dran. Und der blubbert. Das hat damit zu tun, nicht weil wir einen zu kurzen Schaft haben, sondern weil ich den Motor nach oben getrimmt habe. Ich möchte ja, dass der Geber im fotorealistischen Bereich zu beiden Seiten frei schauen kann. Und dafür war es halt extrem entscheidend, den Motor leicht nach oben zu trimmen für bessere Bilder. Jetzt fahren wir, jetzt drehen wir mal. Und jetzt lassen wir uns überraschen, wie es unter Wasser aussieht. Vielleicht kann Manuel das jetzt mal aufnehmen hier, was wir auf dem Display erkennen können. Unterschiedliche Bodenhärten kommen jetzt ins Spiel. Oh, da oben ist ein Fisch. Schöne, sauber gezeichnete Sicheln mit Schwimmblase. Ich versuche so circa 2,5 km/h zu fahren. Das ist die ideale Geschwindigkeit für eine saubere Darstellung mit dieser Einstellung. Und jetzt müsste jeden Moment im Hintergrund die Plattform kommen. Die meisten von euch kennen die Plattform. Wir werden euch das auch gleich nochmal mit Sidescan zeigen, wie im Prinzip das direkt aussieht in der Realität. So, jetzt kommt es. Oh, da sieht man es. Oh, die haben wir perfekt erwischt. Also, man sieht die Bodenhärte, man sieht die Trennung vom Grund. Also, das ist für ein 2D-Gerät in dieser Preisklasse wirklich ein gutes Bild. Der nächste Schritt, den wir machen, ist, dass wir das Downscan dazu aktivieren. Also, ich würde jetzt eine Kombination machen aus Downscan und 2D und dann fahren wir nochmal über die Plattform. Zweite Abfahrt. Wir hatten ja gerade eben hier, ihr seht das hier auf der linken Seite, das ist das 2D gewesen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist eine Kombination erstellt. Kombination erstellen ist im Prinzip mehrere Techniken zusammenbringen. Ihr wisst ja, dass hier im 2D ein Kegel ist und im Downscan wir über einen rasiermesserscharfen Strahl reden. Und da ist es extrem entscheidend, dass wir jetzt zum einen Geschwindigkeit haben. Also im Stillstand bekommen wir da keine guten Bilder. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass auf dem fotorealistischen Bild die Plattform sauber dargestellt wird. Wir haben ein bisschen was eingestellt. Also die Herstellerwerte haben wir jetzt nicht genutzt, weil wir wissen, dass die Automatik zwar, naja, sie ist okay, aber nicht perfekt funktioniert. Und jetzt achtet bitte mal auf die rechte Seite des Monitors, wie wir jetzt langsam und gleichmäßig über die Plattform hinwegfahren. Jetzt seht ihr, jetzt geht es nach oben und jetzt kommt die Plattform ins Spiel. Und schaut mal da. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben sie gerade sogar mitgenommen. Und das ist die Plattform. Wir waren sogar einen winzigen Tucken zu schnell. Und jetzt stoppe ich mal auf und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Also, wir können das Bild stoppen
Das machen wir jetzt mal nicht. Wir sehen hier die Plattform, wir sehen diese Gestänge hier und hier drauf auf dem 2D dasselbe nochmal, was wir in der ersten Abfahrt hatten. Also das sieht, wir müssen immer auf die Preisklasse achten. Das sind Geräte, die bei 300 bis 700 Euro sind, ist das schon ein sehr, sehr gutes Bild. Ja, dreifach geteilter Monitor. Warum habe ich dreifach geteilten Monitor gemacht? Wir sehen, unten rechts ist wieder das typische 2D, wo wir also die Bodenhärte, Schwimmblase des Fisches erkennen können und Sichel. Wir haben übrigens hier ganz viele Schwebstoffe, die sieht man hier als langgezogene Linie unten, hier unten. Dann sieht man das hier oben nochmal eingeblendet mit diesem Fish Reveal. Fish Reveal ist ja im Prinzip dieses Einfärben von Fisch- und Schwimmblasen. Das funktioniert gut. Und wir sehen hier auf der linken Seite, sehen wir jetzt das Sidescan. Und jetzt mache ich mir mal einen Spaß. Ich fahre jetzt einfach mal ein paar Meter entfernt von der Plattform entlang. Und ihr werdet natürlich feststellen, mehrere Probleme. Auf dem 2D und Downscan ist es wahrscheinlich nicht mehr sichtbar. Und das Sidescan spielt natürlich den vollen Vorteil aus. Sidescan bedeutet ja, ihr könnt nahezu unabhängig von der Wassertiefe zur Seite schauen. Und genau das machen wir jetzt. Wir haben jetzt hier circa 5 Meter Wassertiefe. Wir fahren jetzt circa 2 km/h. Und wir sind in der Lage, circa 20 Meter nach links und 20 Meter nach rechts zu schauen. Jetzt achtet mal bitte drauf, was jetzt jeden Moment hier auf dieser Seite passiert. Ja, und jetzt kommt Strukturen. Ihr seht hier eine dicke, fette Struktur. Und jetzt müsste hier auf der rechten Seite die Plattform eingeblendet kommen. Und was man schon erkennen kann, das sind diese Streben. Daneben liegt, ich glaube, das ist noch der alte Weihnachtsbaumeinnetzer. Und hier kann man wunderschön die Strukturen erkennen. Also, was ich feststelle, ist, dass der Kontrast im Vergleich zu der Reveal-Serie ein bisschen besser geworden ist. Wir haben hier eine saubere Darstellung der Strukturen. Hier sieht man die Plattform unter Wasser. Und ich bleibe dabei, das ist eigentlich immer noch so eine meiner Lieblingseinstellungen, weil man alle Informationen bekommt von dem Gerät, die man haben möchte. Was habe ich jetzt getan? Also, wir haben uns angeguckt. Wir haben das 2D uns angeschaut. Wir haben das Downscan angeschaut mit diesem Fish Reveal. Wir haben die Kombination uns angeschaut mit dem Sidescan. Und jetzt nehmen wir den letzten Schritt und das ist das GPS. Und jetzt sieht man hier unsere Bootsposition, das kleine Dreieck ist das. Wir haben Nord stabil gestellt, das kann man auch kursstabil machen. Jetzt sehen wir die ganzen Linien, wo wir hergefahren sind. Das ist der sogenannte Track oder Trail. Und hier drunter passiert etwas total Interessantes, das ist CMAP Live. CMAP Live macht eine Live-Kartografierung des Untergrundes, was wir abgefahren haben. Der misst im Prinzip punktuell die Stelle, sieht das GPS, die GPS-Position und gibt jetzt hier im Prinzip die Struktur mit rein, die wir abgefahren haben. Wenn man also, ich sag jetzt mal, eine Woche lang auf seinem Gewässer ist und man fährt jeden Tag ein bisschen angeln und lässt das nebenbei mitlaufen, dann hat man im Prinzip das gesamte Gewässer kartografiert. Also das ist wirklich, das ist alles integriert. Man braucht nur eine handelsübliche Speicherkarte, die hier reingesteckt wird. Ja, wir müssen ein Fazit machen zu dem Gerät. Also das ist ein Vorserienmodell. Ich glaube nicht, dass das ein Serienmodell ist. Das sieht man meistens, wenn da so komische Aufkleberchen dran sind. Und oh, hier steht es, Unit not for sale. Also das sind Vorserienmodelle. Was mir gut gefallen hat, das ist das Display. Das Display ist deutlich sonnenlichttauglicher als die Hook Reveal Serie, als die alte Serie. Ich finde es ein bisschen dunkler, aber das ist, ja, ich glaube, das ist jetzt Klagen auf sehr hohem Niveau. Für diese Preisklassen bekommt man auf jeden Fall eine gute, vernünftige Technik. Ich persönlich würde immer große Displays wählen. Also ich persönlich würde kein 4 oder 5 Zoll nehmen, sondern immer 7 oder 9 Zoll. Ich glaube auch, dass die 7er und die 9er definitiv die meistverkauften Geräte werden. Und jetzt achtet einfach auf solche kleinen, feinen Details. Also das ist einfach etwas, wo der Hersteller zugehört hat, wo er Dinge verbessert hat. Das fängt wirklich bei Kabeln an und das hat er definitiv getan. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Technik oder zu dieser Serie oder auch anderen Serien, dann ruft uns doch einfach an. Wir helfen euch auch gerne weiter. Diese Geräte stand jetzt, wir haben heute, ich weiß gar nicht, was haben wir denn heute für einen Tag? Den 20. März. Ich habe gehört, die Dinger sollen jetzt ab Anfang April, Mitte April sollen die verfügbar sein. Bekommt ihr natürlich zu einem guten Kurs auch bei uns. Dann danke fürs Zuschauen.
abonniert den Kanal und einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.